Zum Ende unserer Kleiderwoche habe ich für dich noch ein bisschen Flower Power auf die Puppe gebracht. Und ich fange einfach direkt an. Da gibt es auch gar nicht ganz so viel zu erzählen. Aber wir haben uns das Schnittmuster Lilly Kleid Tunika von Kibadu ausgesucht. Ich glaube, das haben wir auch noch nie hier in der Outfit-Inspiration vorgestellt. Und da das ja ein Kleid ist, was tatsächlich auch erst diesen Sommer erschienen ist, also Schnittmuster, haben wir uns natürlich gedacht, das dürfen wir jetzt nicht unerwähnt lassen. Denn Sommer ist ja definitiv aktuell. Das Kleid Lilly ist also ein schönes, weit schwingendes Tunika-Kleid. Du kannst es in halber Länge oder in drei Längen kannst du es sogar machen. Als Tunika, als Kleid und halt eben mit Volant nochmal wirklich als Maxi-Kleid. Und wenn man jetzt so aktuell durch die Geschäfte gucken geht, ich habe das gerade mal vor ein paar Tagen gemacht und habe gedacht, okay, bei ganz vielen Kleidern, die ich rausgenommen habe, habe ich mir gedacht, ja, das ist schön, aber kann ich ja eigentlich auch selber nähen, denn das Schnittmuster ist hier einfach vorhanden. Also viel Kleider, viel Blumen habe ich gesehen und viel weite schwingende Sachen und habe gedacht, das ist echt ein Traum für, ja, für warme Temperaturen, wenn es halt eben nicht so an die Beine kleben soll. Das hier ist ein Viskosestoff, Flower Power in Türkis, 100% Viskose und den könntest du natürlich super für das Kleid verwenden. Und wenn du jetzt, so wie hier auch auf diesen Bildern dargestellt, den V-Ausschnitt ein bisschen farblich absetzen möchtest oder vielleicht aber auch eine Stufe dran setzen möchtest, könntest du dafür ganz, ganz gut den Viskose-Twill in der Farbe Himbeere nehmen. Also es ist ein dunkler Beereton und damit das halt eben schön absetzen. Das ist jetzt nicht so ein, also ich fand das sehr, sehr schön Ton in Ton. Wir haben gerade wirklich verschiedene Varianten ausprobiert mit einem knalligen Pink und auch mit einem Blau. Das sah aber dann doch sehr gedeckt aus. Und das war wirklich am harmonischsten und ergibt wirklich eine schöne sommerliche Tunika. Also vielleicht genau die Kombination, die du dir suchst. Wer weiß, wäre natürlich klasse. Mit diesem Kragen am Hals ist es natürlich so, alles was in Halsnähe oder Gesichtsnähe ist, ist ja mal das, was so für die Farbtypen ein wenig entscheidend ist. Hier oben ist es natürlich wirklich sommerlich, also ein kühler Beereton. Hier unten ist natürlich vom Farbtyp her, Türkis ist immer eine Farbe, die sehr vielen passt, da haben wir ein bisschen mehr drin. Deswegen, es ist wirklich ein schönes, buntes Kleid. Also da kann man gar nicht so ganz sagen, es ist der Farbtyp sowieso. Das ist wirklich was, wenn du gebräunt bist, sieht das bei vielen richtig gut aus. Ja, und wenn man jetzt gerade nicht gebräunt ist, dann war man nicht draußen. Also, ich wünsche dir einen schönen Tag, vielleicht verbringst du den gleich draußen. Mach's gut und wir sehen uns nächste Woche auf jeden Fall wieder zu einem neuen Wochenthema.